Hallo, guten Morgen, Herr Wilkens. Hallo, Frau Herbst. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben nach letztem Jahr auch dieses Jahr bei der Teacher of the Year-Umfrage der Studierenden der virtuellen Fachhochschule den ersten Platz belegt. Wirklich klasse. Ja, das freut mich natürlich unheimlich. Also damit war nicht zu rechnen und es ist immer schön, wenn man einen Titel verteidigen kann. Jetzt weiß ich mal, wie sich das im Fußball anfühlt. Ja. Vielleicht können Sie sich noch mal vorstellen, auch welche Fächer Sie betreuen. Ja. Also mein Name ist Andreas Wilkens, ich komme von der Hochschule Entenleer und betreue dort eine ganze Reihe von Fächern. Ich bin also eigentlich nur im Online-Studiengang Medieninformatik dort tätig. Das fängt an mit der Mathematik, geht aber auch zu den klassischen Informatikfächern, also Betriebssysteme beispielsweise, Webprogrammierung habe ich dann noch. Auch etwas Übergreifenderes wie Einführung wissenschaftliche Projektarbeit ist noch dabei, theoretische Informatik. Also ich habe da ein buntes Sammelsurium, da wird es nicht langweilig. Oh, das ist ja wirklich ein sehr großes Spektrum. Wie stellt sich für Sie die Online-Lehre heute dar? Also wenn man heute sich mal umschaut, dann würde ich sagen, wir haben einen enormen Boom, den man in den letzten Monaten hier so verzeichnen kann. Also Wikipedia und YouTube, die Standards, das kennt man schon länger. Das ist natürlich genau das, wo heute die Jugend mit aufwächst, die Schüler mit aufwachsen. Die Schüler werden irgendwann mal unsere Studierenden. Also das sind so gewisse Dinge, die die einfach schon mitbringen. Und wenn man im universitären Umfeld da einfach mal so ein bisschen schaut, was sich da tut. Also das Hasso-Plattner-Institut, angegliedert an die Universität in Potsdam. Die bilden dort mit ihrer OpenHPI-Plattform ja auch die Online-Lehre ab. Die Big Player aus Amerika, das MIT, Harvard, die machen mit edX dort eine weitere Plattform. Udacity ist da noch ein Stichwort. Also es gibt unheimlich viel, was sich jetzt im Moment gerade in der Online-Lehre tut. Ja, und wenn Sie einen Wunsch äußern können, Sie erzählen ja schon von den amerikanischen Universitäten, was würden Sie gern in der virtuellen Fachhochschule ändern und oder verbessern? Ich glaube, dass wir heute nicht darüber diskutieren müssen, wie wir das Miteinander von Studierenden und von Lehrenden verbessern können. Das ist etwas, das machen wir an der VfH seit über 10 Jahren, dass das funktioniert, das läuft. Also mein Wunsch, mein Ziel wäre eigentlich eher, dass wir hier eine Verbesserung der Kooperationen hinbekommen zwischen den einzelnen Lehrenden an verschiedenen Standorten. Wir müssen dahin gehen, aus meiner Sicht, dass wir die Lehrmaterialien verbessern. Was muss sich dann an Ihrer Meinung nach an den Lehrmaterialien ändern? Ich finde das momentan noch alles viel zu statisch. Also das, was ich kenne, was ich so täglich sehe in den verschiedenen Modulen, das ist noch sehr, sehr textlastig und wir brauchen einfach mehr Animationen da drin. Wir brauchen mehr Videos, wir brauchen mehr Erklärung dann von den Dozenten da drin. Das gibt es teilweise schon, aber das ist noch alles viel zu wenig. Ja, da stimme ich Ihnen wirklich mit Ihnen überein. Auch wir gehen in die Richtung, dass es virtueller wird. Wir haben auch ein neues Konzept, das nennt sich Cloud Learning, bei der die Mentoren und Studierenden die Lernmaterialien editieren können. Aber das ist wahrscheinlich viel Aufwand für einen Dozenten. Ja, also wenn das nur an einem hängen bleibt, ist es viel Aufwand. Aber wir sind doch hier ein Hochschulverbund. Und man muss doch da die Synergieeffekte in so einem Verbund auch mal nutzen können. Also ich denke, die Experten sind auch an verschiedenen Orten bei uns verfügbar. Die Lehrenden, die die verschiedenen Fächer betreuen. Und wenn die Lehrenden es schaffen, mal standortübergreifend zusammenzuarbeiten, dann können dort die einzelnen Module auf Vordermann gebracht werden. Sie können ergänzt werden an entscheidenden Stellen, sodass dort wirklich mehr dabei herauskommt. Wir müssen ja noch nicht mal dazu drängen, dass irgendwie an einem bestimmten Stichtag alles fertig ist. Das kann doch ein kontinuierlicher Prozess sein, wo einfach im Laufe der Zeit immer mal wieder von irgendjemandem der einzelnen Lehrenden etwas hinzugefügt wird. Wenn wir das schaffen, wenn wir da also eine kontinuierliche Erweiterung unserer Materialien bekommen, es geht nicht um die Erweiterung des Stoffs, es geht nur darum, dass der Stoff, der feststeht und gelehrt werden muss, eben auf verschiedensten Arten und Weisen dargestellt wird und beigebracht wird. Wenn das also aufgeteilt wird und die Experten da zusammenarbeiten und jeder was beibringt, dann werden wir innerhalb von kürzester Zeit da phänomenale Ergebnisse in den einzelnen Modulen sehen. Ja, wie die Wikipedia sozusagen. Ja, Wikipedia ist im Grunde, wenn man so will, ist das ein Vorbild. Ja, aber bei Wikipedia haben sie natürlich immer den Vorwurf, das wird von Laien gemacht, da ist die Qualität nicht gegeben. Also ich rede hier davon, dass die Lehrenden an unserem Verbund, innerhalb unseres Verbunds zusammenarbeiten sollen und dort diese Seite aktiver gestalten sollen. Dann haben wir dort eine Qualität und das wird sich im Grunde positiv bemerkbar machen. Wie genau stellen Sie sich die Zusammenarbeit vor?
wir haben im Grunde schon alles zur Verfügung. Also wir haben doch dieses Wiki-basierte Autorentool Loop, was eingeführt wurde und was im Grunde jeder nutzen kann. Die einzelnen Module müssen umgestellt werden auf dieses Loop. Das habe ich mir mal angesehen. Das ist natürlich ein klein wenig Arbeit, aber es ist alles zu machen. Wenn dann das geschehen ist, dann kann sofort die Zusammenarbeit beginnen, denn dann können sofort verschiedene Leute von verschiedensten Standorten dort Dinge einbringen und man muss es dann nur tun. Also die Leute müssen es tun, da muss einer oder der andere mal so ein klein bisschen über seinen eigenen Schatten springen, aber ich bin fest davon überzeugt, dass das die Qualität unserer Lehre und unserer Lehrmaterialien deutlich verbessern wird. Und haben Sie mit Ihren Ideen schon mal Kollegen angesprochen, was die davon halten? Ja, also ich habe durchaus im kleinen Kreis mal so ein paar Anmerkungen in diese Richtung gemacht. Wie war die Reaktion? Der erste Satz war, da droht einer mit Revolution. Aber so ist das halt. Wenn man etwas verbessern möchte, dann fängt das immer damit an, dass man Dinge anders macht, als man sie bisher gemacht hat. Ja, ich glaube, das ist ein schöner Schlusssatz. Schauen wir, was 2013 kommt. Und in dem Sinne vielen Dank für Ihr Gespräch. Für das Gespräch. Ja, ich danke Ihnen. Ich danke den Studierenden, die natürlich gewählt haben. Tschüss, Herr Wickens. Tschüss.